I had a dream, zumindest in den letzten paar Monaten, mal einen Lucid Air Dream zu fahren. Das Auto, das vom Ex-Tesla-Entwickler Peter Rawlinson gemacht worden ist und das einfach sensationelle technische Daten hat. Und das ist Grund genug für uns, das Auto anzuschauen, uns ein paar Irrtümer zum Lucid Air Dream anzuschauen und zu klären, ob er das Potenzial zum besten Elektroauto der Welt hat. Und ihr wisst schon, das wird gut. Der Gesamtenergieinhalt des Akkus der Lucid Air Dream Edition ist größer als die angegebenen 118 Kilowattstunden. Haben die Jungs von Inside EV zum Beispiel geschrieben. Wir haben das selbst errechnet und haben gesagt, na, müsste so ungefähr bei 122 Kilowattstunden liegen. Und grundsätzlich ist das ja bei allen Elektroautos so. Ich habe einen Gesamtenergieinhalt, aber was ich nutze, ist kleiner. Nehmen wir zum Beispiel ID.4. Mit einem großen Akku, 82 Kilowattstunden, Gesamtenergieinhalt 77 Kilowattstunden werden genutzt. Nehmen wir einen Porsche Taycan, über 93 Kilowattstunden Gesamtenergieinhalt, genutzt werden rund 84 Kilowattstunden. Man lässt da einen gewissen Puffer. Aber wieso macht man das? Dafür müssen wir uns mal die einzelne Lithium-Ionen-Zelle oder besser gesagt eine Lithium-Polymer-Zelle anschauen. Die hat eine Nennspannung von 3,7 Volt. Und wenn ich jetzt ganz, ganz viele von diesen Zellen aneinander schalte, akkumuliere, daher kommt auch das Wort Akku, dann komme ich übrigens irgendwann auf die 924 Volt, die der Akku hier im Lucid Air Dream drin hat. Aber wir bleiben bei der einzelnen Zelle. 3,7 Volt, Nennspannung, aber wenn ich sie auflade, gehe ich hoch bis 4,2 Volt. Und diesen Wert muss ich sehr genau einhalten. Wenn ich nur um Millivolt abweiche, dann schädige ich durch Überladung die Zelle. Aber wenn ich sie entlade, muss ich auch aufpassen. 3,3, 3,2 Volt, da darf ich nicht runtergehen, weil dann entlade ich die Zelle zu stark. Und auch da muss man sehr genau aufpassen. Und deshalb machen quasi alle Hersteller das Gleiche. Sie lassen ein bisschen Platz dazwischen. 6, 7, 8, 9 Prozent Unterschied zwischen dem Gesamtenergieinhalt oder der Kapazität einer Zelle und dem, was genutzt wird. Wie ist das bei Lucid? Die machen keinen Unterschied. Ich habe es extra nachgefragt. Und die sagten, nein, auch wenn es andere schreiben, unser Akku hier drin hat 118 Kilowattstunden, sowohl Gesamtenergieinhalt, brutto, wie auch nutzbar. Wieso? Weil wir uns einfach trauen, das zu machen, weil wir sagen, wir können an diese Grenzen herangehen und wir können das kontrollieren. Das ist, Achtung. Bah! Kaum treten dir 1111 PS ins Kreuz, schon bist du begeistert. Geht immer einfach, Bloch. was wollte ich sagen? Komfort und Sportlichkeit schließen sich bei einem Auto aus. Früher war das oft so. Man hatte in Anführungsstrichen relativ einfache Fahrwerke, die man jetzt auch nicht sonderlich regeln konnte. Und natürlich muss ein sportliches Auto auch ein bisschen straffer sein. Er soll ja nicht so stark wanken und das führt dazu, dass viele sportliche Autos eher unkomfortabel sind oder unkomfortabel waren. Nur heutzutage hat man ja die Möglichkeit, über geregelte Fahrwerkssysteme da einiges zu machen. Und man hat natürlich auch gelernt, dass das Allerwichtigste, egal ob Komfort oder Sportlichkeit, der Fahrbahnkontakt ist. Gerade wenn ich sportlich Auto fahren will, dann will ich ja, dass meine Räder auf der Straße bleiben. Die sollen ja nicht hüpfen, das ist nicht gut. Ja, wie so ein schlechtes Tuning, sondern wir müssen immer Fahrbahnkontakt halten. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Federung, dass die Dämpfung entsprechend ansprechen muss. Und wenn man sich gerade Porsche anschaut, dann schaffen die es inzwischen virtuos bei manchen Autos, also Taycan zum Beispiel, Komfort und Sportlichkeit zu verbinden. Es gibt andere Hersteller, die tun sich damit ein bisschen schwer. Tesla zum Beispiel, die haben sich ganz klar auf die Seite der Sportlichkeit verschrieben. Das mit dem Komfort ist da eher ein notwendiges Übel. Und wie ist das jetzt hier beim Lucid Air Dream? Naja, wenn wir uns nur die Federung anschauen, dann ist das eine klassische Schraubenfeder. Da ist keine Luftfederung drin, haben sie darauf verzichtet. Muss aber nicht schlecht sein, weil oftmals die Stahlfedern besser ansprechen als eine Luftfederung. Eine Luftfederung hat dann Vorteile, wenn ich das Auto voll belade und dann kann ich das Niveau wieder regulieren. Geht mit der Schraubenfeder nicht. Bei den Dämpfern haben wir es mit adaptiven Dämpfern zu tun. Diese adaptiven Dämpfer passen sich je nach Fahrsituation in der Härte an. Ich kann das Ganze hier auch nochmal einstellen. Ich habe hier drei Bereiche. Das eine ist Smooth. Das ist also ein besonders weiches Fahrwerk. Dann habe ich Swift und dann habe ich auch noch Sprint, wo das Ganze ein bisschen straffer wird. Was die Dämpfer hier zum Beispiel nicht können, das ist sich jetzt aktiv gegen Wanken zu wehren.
Also wenn ich jetzt um die Kurve fahre, dann gibt es ja schon gewisse Dämpfungssysteme, die sich dann aktiv dagegen wehren, das Auto noch mehr stabilisieren. Aber es ist halt schon adaptiv, was hier gemacht wird. Und wenn man den Lucid fährt, muss man ganz klar sagen, der kann beides. Ich war auch ein bisschen skeptisch, als mir die Jungs von Lucid erzählt haben, dass sie hier auf diesem Angeles Crest Highway Fahrversuche mit einem Porsche GT3 als Vergleichsgegner gemacht haben. Klar ist der GT3 natürlich noch mal agiler und direkter, aber da siehst du schon, wo die hinwollen. Und jetzt machen wir das einfach mal. Wir gehen hier mal in den Sprint- oder Sportmodus, den muss ich hier confirmen. So, und jetzt gehen wir hier mal um die Kurve. Und da ist hier richtig Zug auf der Kette. Und dann wirkt das alles andere als unsportlich, ehrlich gesagt. Das Auto liegt echt ziemlich vernünftig. Relativ wenig wanken, obwohl er jetzt keine aktive Wankstabilisierung hat. Und man kann hier echt rumfeilen. Das ist wow. Und wir haben es hier mit einem schweren Auto zu tun. Die Werksangabe liegt unter 2,4 Tonnen, aber ich glaube schon, dass er gerade mit dem Akku über 2,5 Tonnen wiegt. Und trotzdem merkt man von dem Gewicht kaum was. Hier, du kommst aus der Kurve raus, kannst wunderbar einlenken. Ja, auf hohem Niveau gejammert, könnte man sagen, die Lenkung könnte noch ein bisschen mehr Fahrbahngefühl vermitteln. Aber das ist echt alles andere als unsportlich. Und das Schöne dabei ist, er wirkt agil, dynamisch, zum Teil dynamischer, als so mancher gebrauchen kann, gerade wenn du hier beschleunigst. Wuppa! Aber er kann eben auch Komfort. Wenn wir hier in der Mitte mal ein bisschen über diese Vertiefungen hier fahren. Wenn du ein Auto hast, was echt sehr straff ist und auch nicht gut anspricht, dann wirst du hier richtig durchgeschüttelt und hier hörst du im Prinzip nur was, dass da was passiert. Und auch wenn hier so Querfugen kommen, dann macht er das richtig gut. Macht er im weichen, also im Smooth-Modus noch besser. Aber wir können hier auch nochmal beschleunigen, das ist echt gut. Boah, das ist wirklich BÄM und ab geht's. Ja, komm, das macht Spaß. Also das ist, Entschuldigung, das ist nicht unsportlich. Nee, und es ist wirklich eine tolle Kombination aus Komfort und Sportlichkeit, die Lucid hier auf die Straße zaubert. Natürlich wirst du die Extremen der beiden Bereiche nicht erzielen. Also wenn ich jetzt das Auto vergleiche mit einem Porsche Taycan Turbo, dann ist der noch mal sportlicher. Wenn ich ihn vergleiche mit einem Mercedes EQS 450, dann ist der noch mal komfortabler. Aber beide zusammen kriegen nicht diesen Kompromiss hier hin. Und das finde ich echt wow. Und ich möchte die Jungs von Tesla jetzt nicht ärgern. Aber das, was Lucid hier im ersten Versuch unter dieser Marke an Kombination aus Sportlichkeit und Komfort schafft, schafft Tesla bisher noch nicht. Da mache ich mir jetzt aber wirklich Gedanken um die deutschen Autohersteller, weil wenn ein Auto auf so einem Niveau ist, dann fragst du dich, wo ist denn da jetzt noch die Nische? Wo setzen die sich jetzt noch ab? Der CW-Wert des Lucid Airdream ist genauso gut wie der des Mercedes EQS. Und der ist ja bekanntlichermaßen CW-Wert Weltmeister bei den Serienautos, dann müsste es der Lucid Airdream ja auch sein. Ist er aber nicht, also ist das ein Irrtum. Habe ich übrigens auch gesehen bei einem Video von englischen YouTubern, die die beiden Autos verglichen haben. Und jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Denn beim CW-Wert gibt es ja diesen 0,-Wert und dann verschiedene Stellen hinten dran. 0,21, 0,208 hier beim Lucid Airdream. Und das Problem ist, dass viele Aerodynamiker es als unseriös halten, wenn man die dritte Stelle nach dem Komma beim CW-Wert angibt. Also anstatt 0,21, 0,208, wie zum Beispiel beim Lucid Airdream. Wieso? Naja, weil das so volatil ist, diese letzte Stelle da hinten, dass es bei den Serienautos sein kann, dass einfach nur mit Serienstreuung das eine Auto vielleicht 0,208, das andere aber 0,209 oder 0,207 hat. Und deswegen gibt man nur die zweite Stelle hinterm Komma an. Und wenn man das hier macht, dann ist man beim Lucid Airdream bei 0,21 ein exzellenter Wert. Und beim EQS ist man halt immer noch bei 0,20. Aber wenn ich das jetzt mal so aufdrösele, heißt es nicht, dass der Airdream eine schlechte Aerodynamik hat. Ganz im Gegenteil, er hat eine wirklich exzellente Aerodynamik. Und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir fangen mal vorne an. Da fallen nämlich ein paar Sachen aerodynamisch sofort auf. Diese Lichtleiste hier. So. Die sieht ein bisschen aus, könnt ihr mich korrigieren, wie bei Star Trek Next Generation, der Visor von Geordi LaForge. Und wenn man sich diese Lichtleiste hier anschaut, dann würde man laienhaft erstmal sagen, wie soll das denn aerodynamisch funktionieren? Das geht ja richtig hier rein.
Ja, da fängt sich die Luft ja, wie in einem Segel. Ja, auf den ersten Blick wirkt das so, aber sie haben mehrere Tricks angewandt, um das eben abzumildern. Zum einen geht die Luft hier rein, aber die sammelt sich nicht hier, sondern die geht hier an diesen Auslässen wieder raus. An beiden Seiten. Und zum anderen ist das Ganze natürlich so gestaltet, dass die Luft entsprechend nach links und rechts abgeführt wird. Das heißt, auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Segel, aber sie haben vieles gemacht, damit das eben aerodynamisch nicht so schlecht ausfällt. Und dann gehen wir hier runter und dann sehen wir hier den sehr kleinen Kühlereinlass. Man braucht beim Elektroauto keinen großen Kühleinlass, aber hier ist er, finde ich, auch für Elektroautodimensionen nochmal besonders klein, was wahrscheinlich auch dafür spricht, dass das Auto besonders effizient ist. Das Ganze ist aktiv, das heißt, da habe ich hinten so aktive Kühlermellen, die geöffnet werden, je nachdem, ob ich es brauche oder nicht. Dann gehen wir zur Seite, dann sehen wir hier die typischen Air Curtains, wie man sie bei vielen aerodynamisch gestalteten Autos hat. Ich habe dann hier auch nochmal den Auslass. Die Luft der Kühler geht übrigens hier im Rathaus raus. Das ist nicht ganz optimal. Mercedes EQX X so, macht das ja über die Fronthaube. Das ist aerodynamisch noch etwas besser, aber bei Serienautos sieht man das sehr, sehr oft. Und dann gucken wir uns mal das Rad hier an. Das ist nämlich aerodynamisch ein ganz wichtiger Punkt. Das hier ist das große Rad. Das ist das 21 Zoll Rad. Und das ist aerodynamisch nicht so gut wie das 19 Zoll Rad. Wenn man also mit diesem Auto hier, da kommen wir auch später noch dazu, richtig hohe Reichweiten erzielen will, dann muss man das kleinere nehmen, weil das einfach noch mal weniger Luftwiderstand hat, weil die Reifen dann auch nicht so breit sind. Wir haben es ja hier mit 245er Pirelli P0 zu tun. Das tut natürlich auch vorne was an der Stirnfläche. Das heißt, da kann man noch was optimieren. Und auch beim Mercedes EQS bin ich damals den Rekord mit dem Auto auf der Autobahn mit den 19 Zoll Rädern gefahren und nicht mit den 21 Zoll Rädern. Ach übrigens, es gibt ja immer ein Dilemma zwischen Felgendesign und Aerodynamik. Richtig aerodynamisch gute Felgen sehen meist bescheiden aus, weil sie eben voll verkleidet sind. Und Lucid hat sich da was einfallen lassen, was ich echt cool finde. Du kannst nämlich hier diese Aerodynamikteile herausnehmen. Na, zack. Und wenn du jetzt nicht so viel auf der Autobahn unterwegs bist und willst einfach eine schönere Felge haben, hier mit dem größeren Bereich hier offen, machst du das ab. Und wenn du dann wieder ein bisschen Strom sparen willst, machst du es wieder rein. So, dann gehen wir ein Stück weiter nach hinten. Dann haben wir hier den Außenspiegel. Auch da wird heutzutage sehr viel Aufwand getrieben, um den hier zu gestalten, dass die Luft eben sauber geführt wird. Das ist immer ganz der entscheidende Punkt. Die Luft muss geführt werden. Ja, die muss wirklich hart an den Zügeln genommen werden. Die darf nicht von sich aus machen, was sie will oder Wirbel oder irgendwelchen Purzelbäume schlagen, sondern muss schön geführt werden. Dann sind auch hier die Türgriffe entsprechend versenkt. Habe ich aber schon beim EQS erklärt. Macht gar nicht so wahnsinnig viel aus. Sind aber so kleine Details. Dann können wir nach hinten gehen. Dann sehen wir sehr, sehr schön, wie das Heck hier schön lang nach hinten gezogen ist. Ein ganz wichtiger Punkt, dass die Luft hier eben sauber geführt wird, dass sie hier mit dem integrierten Spoiler, was übrigens sehr schön ist, ja, weil er nicht einfach aufgesetzt ist, sondern in die Heckklappe integriert ist, nochmal mit einer sauberen Abrisskante versehen ist. Aber noch wichtiger als das hier fast ist der Unterboden. Und da gucken wir jetzt mal hin. Der Unterboden ist typisch für Elektroauto sehr, sehr glatt. Das ist schon mal super, weil die Luft hier sauber strömen kann. Und dann habe ich hier diese riesen Finnen, wie bei einem Supersportwagen. Und die sind nur dafür da, um die Luft eben schön sauber hinten raus zu führen. Und dann gibt es hier noch zwei Details, die auch sehr schön sind. Und daran sieht man, wie da aerodynamisch wirklich im Kleinsten gearbeitet wird. Das sind diese kleinen Boote hier, diese kleinen Bootsrümpfe hier. Auch die sorgen eben nochmal für eine saubere Anströmung. Entscheidende ist, ich habe es ja schon gesagt, dass die Luft wirklich sauber geführt wird. Und jetzt fehlt noch eine Sache bei der Aerodynamik. Und dafür gucken wir das Auto mal von vorne an. Denn der CW-Wert ist ja nur der Formfaktor. Der zweite wichtige Punkt oder genauso wichtige Punkt ist die Stirnfläche. Und die gibt Lucid bei dem Auto zurzeit nicht an. Beim EQS, da weiß ich sie, da liegt sie bei 2,5 Quadratmeter. Bei dem Auto habe ich es einfach mal simuliert. Ich habe es einfach in mein Simulationsprogramm hineingehauen und mal geschaut, was es für eine Stirnfläche sein muss, damit er entsprechend die Reichweite erzielt. Und da komme ich sogar etwas unter 2,5 Quadratmeter. Schauen wir mal. Da
Der Lucid AirDream Performance beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Findet man jetzt schon wieder im Internet an verschiedensten Stellen angegeben. Und ist nicht richtig. Wir sind nämlich mittendrin in der Beschleunigungsangaben- und Messungsverwirrung zwischen den USA und Europa. Ich habe das ja in anderen Videos schon mal aufgedröselt, aber ich erzähle es einfach nochmal. Zum einen, die Werksangabe bezieht sich auf die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde. Und das sind keine 100 km/h, sondern ein bisschen mehr als 97 km/h. Das heißt, da muss er ein bisschen mehr beschleunigen. Und das macht schon mal eine Zehntelsekunde aus. Es kann, je nachdem, wie schnell er beschleunigt, auch ein bisschen mehr sein. Aber das allein reicht noch nicht, wenn wir jetzt bei 2,6 Sekunden. Der nächste große Unterschied ist die Messung. Die amerikanischen Messungen finden mit einem sogenannten Rollout statt. Das heißt, das Auto wird nicht aus dem Stand gestartet, sondern es ist schon leicht angerollt. Und erst dann wird angefangen zu messen. Und das macht einen gigantischen Unterschied aus zu den europäischen Messungen, wo wir stehen. Wir reden hier von locker 0,2, eher 0,3, das können auch 0,4 Sekunden Unterschied sein zwischen der einen und der anderen Messung. Und wenn wir das alles zusammenzählen, dann sind wir nämlich plötzlich schon bei 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Andersrum kann es aber auch so laufen, dass zum Beispiel ein Porsche Turbo S, der in Europa, korrigiert mich, mit 2,6 Sekunden von 0 auf 100 angegeben worden ist, in Amerika mit 2,1 Sekunden gemessen wird, weil eben von 0 auf 60 Meilen pro Stunde und mit Rollout. Und auch bei Tesla gab es ja immer wieder Verwirrungen, wenn die ihre Angaben machen mit Rollout. Inzwischen machen sie ein Sternchen auf der Webseite, dass man das auch nicht verwechselt. Und hier kann ich jetzt noch so lange drüber reden. Wir machen einfach mal eine Messung. Ich habe das Messgerät mitgenommen und wir messen, wie schnell der Lucid geht. Und zwar nach europäischer Messung. Aus dem Stand und bis 100 km/h. Und dann hänge ich das Messgerät mal dran. Zack. So. Hier ist niemand auf der Straße und wir können messen. Sportmodus ist drin. 1111 PS quasi engaged. Und schauen wir mal, was passiert. Ab geht's! Bang! 3,27 Sekunden. Okay, da sieht man schon, mit den 2,5 Sekunden von 0 auf 60 wird es schwer. Aber wir fahren noch mal in die andere Richtung. Wir machen noch eine Messung. Ab geht's! Yo! Bang! Das waren jetzt schon 3,19 Sekunden. Aha, da fährt sich ein bisschen warm. 3,2, das ist schon ein Wahnsinnswert. Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Akku nicht komplett voll ist. 63% sind im Akku noch drin. Das kann dafür sorgen, dass vielleicht nicht die volle Leistung abgerufen wird. Wobei das also ein bisschen auch ein Elektroauto-Problem ist, weil im Endeffekt sollte er es ja bringen, wann immer auch man ihn abfordert. Okay. Bang! Ja, 3,2 Sekunden. Ja, schneller wird es nicht. Das ist das, was ich jetzt bei diesem Akkustand gemessen habe. 62%, 3,2 Sekunden. Und das ist eben spürbar schlechter als die 2,5 Sekunden, die die Werksangabe sind. Wobei, ich habe es ja erklärt, woran das liegt und wo die Unterschiede sind. Und deshalb muss man bei allen Autos mit amerikanischen Angaben eben sehr aufpassen, dass man die nicht mit den deutschen vermischt. Die EPA-Reichweite von 520 Meilen mit einer Akkufüllung, gewaltige Reichweite, beim Lucid AirDream Edition ist strenger, realistischer und auch vergleichbarer gemessen als die zum Beispiel nach unserem WLTP-Standard. Jein. Müssen wir aber aufdröseln. Ist ein bisschen kompliziert. Erstmal grundsätzlich, 520 Meilen aus einer Akkufüllung ist der absolute Wahnsinn. Das entspricht 837 Kilometer. Und da reicht es nicht alleine, einen großen Akku zu haben. Der Akku hier ist riesig. 118 Kilowattstunden und damit sogar noch 5 Kilowattstunden größer als jetzt der normalen AirDreams. Aber du musst dafür auch richtig effizient sein. Um genau zu sein, 14,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer musst du verbrauchen, um das zu erreichen. Ein Wahnsinnswert. Aber man kann diese Werte nicht direkt mit unserem WLTP-Verbrauchsmaßstab vergleichen.
Denn dort wird mit Ladeverlusten gemessen. Ich weiß, es ist kompliziert, aber so ist die Elektrowelt nun mal. Das heißt, an der Steckdose sind Ladeverluste dabei und die muss man später abziehen. Und damit, kurz und knapp gesagt, liegen der Lucid Airdream Edition und ein Mercedes EQS in der Optimalkonfiguration ungefähr bei einem ähnlich niedrigen Verbrauch und einer ähnlich guten Effizienz. Aber was ist jetzt das Problem, das ich mit den EPA-Werten habe? Ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Die EPA macht in vielen Bereichen einen viel besseren Job. Also die Environmental Protection Agency, die Umweltschutzbehörde hier in Amerika, die die Reichweiten eben misst und angibt, die machen einen viel besseren Job als wir mit unserem WLTP. Denn sie messen nach 5 verschiedenen Zyklen. City, Highway, High Speed, Air Conditioning, also Klimaanlage und Kälte. Und dann wird erst ein Verbrauch gebildet. Und was machen wir beim WLTP? Wir machen keine Klimaanlagenmessung. Wir machen keine explizite Kältemessung. Die Autos werden bei 23 Grad in den Prüfstand hineingestellt. Ein bestimmtes Programm wird durchlaufen. Und am Schluss wird das Ganze nochmal auf europäische Durchschnittstemperatur 14 Grad Celsius nivelliert. Das ist definitiv nicht so realistisch und streng wie das, was hier in Amerika gemacht wird. Aber jetzt kommt das Problem. Es gibt 2 Methoden, wie ein Hersteller seine Verbräuche quasi von der EPA homologieren kann. Er kann entweder das komplette Verbrauchsprogramm durchlaufen, dauert sehr lange, dann kriegt er auch relativ spät die Werte, oder aber er macht nur einen Teil und lässt sich einfach einen Faktor für Wärme und Kälte geben. Das hat Porsche damals beim Taycan gemacht. Sie haben sich einfach einen Faktor geben lassen und das hat am Schluss dazu geführt, dass laut WLTP er 450 Kilometer weit kommt, der Porsche Taycan Turbo, und laut EPA nur 323 Kilometer. In der Praxis kommt er aber unter den Bedingungen deutlich weiter. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Wenn man sich anschaut, wie weit die Autos in der Praxis kommen, auch hier in Amerika, und was für eine EPA-Reichweitenangabe sie haben, dann fällt eine Sache auf. Und die ist nicht mir aufgefallen, die ist den Kollegen von Inside EV aufgefallen. Die habe ich ja vorhin mal kurz kritisiert, aber das meine ich wirklich nicht böse, denn die machen einen großartigen Job. Und denen ist aufgefallen, dass die EPA im Schnitt die amerikanischen Hersteller mit Reichweitenangaben versieht, die höher liegen, als in der Praxis erreicht werden. Und bei den europäischen oder anderen Herstellern liegen die im Schnitt eher darunter. Woran das jetzt genau liegt, ich möchte keinem was vorwerfen. Es gibt ja auch Faktoren und Ähnliches. Aber richtig vergleichbar ist es dadurch leider nicht. Klar fragt ihr euch jetzt, ja schön, Alex, du hast jetzt eine Menge über Reichweite und Verbrauch geredet. Wieso sagst du nicht was dazu? Ich bin noch zu wenige Kilometer gefahren. Ich muss das Auto noch mehr fahren. Und am Schluss kriegt ihr eine Aussage über Verbrauch und Reichweite bei diesem Test hier. Ich kann euch aber sagen, was hier gerade auf dem Bordcomputer bisher noch steht. Bei Trip A, 553 Kilometer, hat er im Schnitt 3,6 Kilometer pro Kilowattstunde erreicht. Die Amis geben das halt nur mal so an, was ungefähr 27,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer entspricht. Ist noch ein bisschen hoch, aber nicht vergessen, wir sind hier bei einer Testfahrt. Ich habe ab und zu mal beschleunigt und vor allem sind wir hier erstmal in die Berge hochgefahren. Bedienung eines Autos ist nur dann gut, wenn es ganz viele Knöpfe gibt. Ganz klar, nein. Trotzdem muss man das ein bisschen differenzieren. Also zum einen ist es nicht gut, wenn das ganze Auto vollgepflastert ist mit Knöpfen, weil dann blickst du auch nicht mehr durch. Dann weißt du nicht mehr, was du drücken sollst. Kommst dir vor wie früher in einem Flugzeugcockpit und was soll ich drücken? Ja, das ist Overkill. Genauso ist es natürlich kontraproduktiv, wenn du die ganzen Knöpfe entfernst. Gibt der Hersteller, die machen das. Da gibt es quasi keine physischen Knöpfe mehr, nur noch Touchscreen und Sprachbedienung ist auch nicht gut. Weil gerade so ein Touchscreen kann während der Fahrt eben ablenkend zu bedienen sein, weil du hier musst du zum Beispiel ein bisschen runter gucken auf diesen Touchscreen, weil deine Hand nicht ruhig ist und dann triffst du die Kacheln vielleicht nicht so. Wobei das hier bei dem Lucid gar nicht so schlecht ist, weil die Kacheln relativ groß sind. Aber man sieht hier, was eine wirklich gute Bedienung heutzutage ausmacht. Das ist eine sogenannte Multimodalität, das heißt verschiedene Wege, mit denen ich etwas bedienen kann und ein Kompromiss aus Tasten, Touchscreen und natürlich auch einer Sprachsteuerung. Und das hat Lucid hier umgesetzt und zwar ohne Rücksicht auf irgendwelche Ideologien. Und das finde ich schön, weil es gibt ja so Ideologien, es gibt die Tastenideologie, die Touchscreen-Ideologie, die Sprachsteuerungsideologie. Und hier hat man echt das Gefühl, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was ist denn in welcher Position wo am besten. Zum Beispiel bei Lautstärke und Klimaanlage sind physische Tasten einfach wirklich von Vorteil. Das brauche ich während der Fahrt ziemlich oft und dann habe ich hier meinen Lautstärkeroller, ich habe hier meine Temperatureinstellung
Für die Klimaanlage, für meinen Lüfter komme ich direkt dran. Oder wenn ich hier die Lüftungsauslässe einstellen will, das sind ganz normale mechanische Regler, muss ich mir keine Gedanken drüber machen, funktioniert. Auch wenn ich hier mir das Lenkrad anschaue, da habe ich hier meine Roller hier, um meine Menüs einzustellen. Ich habe hier unten noch meine Skip-Tasten für meine Audioanlage. Ich kann hier direkt mein Adaptive Cruise Control einstellen, meinen Abstand einstellen. Das ist alles ziemlich einfach gemacht. Aber ich habe natürlich auch Touchscreen-Funktionen für all die Sachen, die ich nicht direkt so oft während der Fahrt brauche, aber die sind zumindest als große Kacheln ausgelegt. Also, es ist ganz klar ein Irrtum, sich irgendeiner Bedienphilosophie ideologisch nur zu verschreiben, sondern es ist in der Praxis einfach besser, sich das Beste aus den jeweiligen Bedienwelten zu holen. Der Lucid Airdream ist das am schnellsten ladende Elektroauto der Welt. Nein, nicht mehr. War er ganz kurz. Da wurde hier in Amerika an einer Ladestation maximal 304 Kilowatt an Ladeleistung gemessen. Hängt zum einen damit zusammen, dass er eben ein 900 Volt Akkusystem hat und zum anderen, dass der Akku richtig groß ist, da kannst du richtig Strom reinpacken. Aber wer ist denn jetzt noch schneller? Es ist der Rimac Nevera. Der wurde bisher mit 311 Kilowatt an einer Ladestation gesichtet, soll aber in Zukunft noch deutlich mehr können. Und wir messen den Lucid jetzt mal aktuell an der Ladestation. In dem Akku sind noch 43% drin. Das heißt, der wird jetzt nicht über 300 Kilowatt schaffen. Aber wir gucken mal, was er schafft. Dann können wir auch mal einschätzen, ob das gut ist oder eben nicht. Und wir können ganz kurz über den Verbrauch reden. Das hier ist ja der Lucid Air Dream Performance. Der hat nicht ganz so viel Reichweite wie der Rekordhalter. Der Rekord liegt ja bei 520 Meilen aus einer Akkuladung. Und der Performance hat 450 Meilen aus einer Akkuladung. Das sind 720 Kilometer oder umgerechnet 16,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer an Verbrauch. Und was haben wir heute mit dem Auto verbraucht? Ich habe vor 136 Kilometer den Trip-Computer mal genullt und bisher sind verbraucht worden 21,7 Kilowattstunden. Und das würde ungefähr mit dem Akku für 540 Kilometer reichen. Man sieht also, auch bei den EPA-Daten in Amerika muss man immer aufpassen, was dann in der Realität rauskommt. Wobei über 500 Kilometer ist schon super. Lange Rede, kurzer Sinn, wird geladen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich muss ihn erstmal aufmachen. Moment. Geht die Ladebuchse auf. Und Plug-in first. Und ab geht's. Zack. Eingeklickt, connecting to vehicle, komm, sei lieb zu Papa, will bloß laden, er fängt an zu laden, hab schon wieder ein bisschen Angst gehabt, du hast ja immer so eine gewisse Chance, wenn du an den Dingern stehst, dass es mal nicht funktioniert, das muss in Zukunft auch noch besser werden. Da, 44% ist im Akku drin und die aktuelle Geschwindigkeit liegt bei 155 Kilowatt, also man sieht, das Auto lädt richtig schnell, weil jetzt bei den hohen Prozentzahlen im Akku drin geht die Ladeleistung normalerweise bei vielen Autos schon ein bisschen runter. Wobei, das ist jetzt noch kein Weltklassewert. Das ist einfach gut. Ah, jetzt geht er auch noch ein bisschen hoch. Ja, das ist schnell, aber ganz ehrlich gesagt, da gibt es auf dieser Welt viele Elektroautos, die das auch bei dem Akkustand inzwischen schon schaffen. Deshalb, aber wir haben es ja schon geklärt, ist es ein Irrtum, dass er der schnellste Lader auf dieser Welt ist. Da gibt es noch schnellere. Kleiner Nachtrag, wir sind jetzt nochmal an der Ladestation, wir haben den Lucid ja mehrfach geladen und jetzt war der Ladestand ein bisschen niedriger. Also ich habe jetzt mit 26% vorkonditioniert geladen und da hat er sogar 260 Kilowatt angezeigt und jetzt sind wir bei 35% und jetzt zeigt er gerade 209 Kilowatt an. Guckst dir mal ganz kurz an, es sind 208. Das heißt, wenn wir jetzt einen Ladestand haben wie bei der ersten Ladung mit 48-49%, wird es natürlich noch mal weniger, aber es ist schon beeindruckend, wie er lädt, zumindest bei sehr niedrigen Batterieladeständen. Ihr habt es bei den Irrtümern gesehen. Die Welt der Zahlen, Daten und Fakten in der Elektromobilität ist kompliziert. Man muss sehr aufpassen, was man vergleichen kann oder eben nicht. Aber eins kann man definitiv sagen, dieses Auto hat einen Namen, der ist Programm. Air Dream. Es ist ein wirkliches Traumauto, das wahnsinnig Spaß macht zu fahren. Und der Lucid Air Dream hat das Potenzial, das beste Elektroauto der Welt zu werden oder vielleicht schon zu sein. Das finde ich heraus,
wenn ich das Auto mal etwas länger habe, wenn ich mal eine längere Fahrt machen kann und eben die ganzen technischen Daten, die ich auch sonst erhebe. Die Klasse Gremise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.